Es ist der Videopodcast des Blended Learning Kurses Blockbuster. Mein Name ist Oliver Streppel und heute geht es um das sexy Thema Bildungszeitgesetz. Der Blended Learning Kurs Blockbuster ist nach dem Bildungszeitgesetz zertifiziert. Doch was heißt das jetzt genau? Als Arbeitnehmer hat man Anspruch auf 5 Tage Bildungszeit. Das heißt, man hat Anspruch darauf, dass man 5 Tage eine Weiterbildungsmaßnahme in Anspruch nehmen kann während der Arbeitszeit. Das heißt, das wird als Arbeitszeit gerechnet. Somit hat man keinen Lohnausfall. Für den Arbeitgeber heißt das dann konkret, dass er das weiterbezahlen muss. Das Land Baden-Württemberg gibt da keine Ausgleichszahlungen. Aber man hat den gesetzlichen Anspruch als Arbeitnehmer darauf und das kann man für den Blended Learning Kurs Blockbuster in Anspruch nehmen. Weitere Informationen habe ich unten in den Fließtext in der Beschreibung des Videos mit reingetan, dass man direkt einfach draufklicken kann, dann kommt man auf die Seite. Was wird nun konkret gefördert? Gefördert werden alle Maßnahmen, die dazu beitragen, dass man betrieblich qualifiziert wird, sich verbessert. Oder auch im Ehrenamt, also wenn man sich in irgendeiner Art und Weise im Ehrenamt verbessern möchte, diese Qualifizierungsmaßnahmen werden ebenfalls gefördert. Und der Blended Learning Kurs Blockbuster ist da ja etwas Übergreifendes, weil man lernt ja, wie man sich besser selbst präsentiert, wie man moderiert. Das heißt, das deckt im Prinzip diese beiden Bereiche ab. Deswegen ist dieser Blended Learning Kurs nach dem Bildungszeitgesetz gefördert. Der Blended Learning Kurs ist auch für die Bildungsprämie zertifiziert. Das heißt, wenn man weniger als 20.000 Euro im Jahr verdient, kann man sich den Kurs bezuschussen lassen vom Land Baden-Württemberg. Wenn man in einer Familie lebt und das Gesamteinkommen weniger als 40.000 Euro beträgt, dann kann man sich den ebenfalls bezuschussen lassen. Es werden mindestens 50% bezuschusst vom Land Baden-Württemberg, wenn man zum einen einen Antrag ausfüllt und zum anderen ein kleines Beratungsgespräch auf dem Amt mitmacht, wo im Prinzip einem diese Bildungsprämie nochmal erklärt wird. Und dann kostet der Blended Learning Kurs nur noch die Hälfte. So, das war ein ganz kurzer Überblick über das Bildungszeitgesetz als auch die Fördermöglichkeiten. Weitere Fördermöglichkeiten für den Blended Learning Kurs müsste man vielleicht dann individuell anschauen. Ich weiß, dass es beim Ehrenamt ganz viele Töpfe gibt, die man vielleicht einfach in Anspruch nehmen kann für so eine Bildungsmaßnahme im geschäftlichen Bereich. Müsste man vielleicht einfach nachfragen, ob es da irgendwelche Töpfe gibt. Ansonsten bedanke ich mich für's Zuschauen und bis ganz bald. Tschüss.